Grauen hat viele Gesichter. Wir zeigen ihnen alle. In der Mike Krüger Show. Und hier ist er, Mike Krüger. Zahnspange rein, ich treff dich auf der Party. Küsse, die schmecken nach Cookies und Stahl. Du trägst sie auch, vor der Tür wartet Party. Ich komm nicht los, bin verhakt, süße Qual, ich hab gerne pubertiert und hab Klerasil. Oh, 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 Klerasil, auf alle Pickel mir geschmiert. Oh, oh, mir geschmiert. Alles an mir stand auf Playboy und Penthouse. Ich las sie heimlich zu Hause auf dem Klo. Kam ich zu dir, zogst du mir gleich das Hemd auf. Denn in der Bravo stand, das macht man so, ich hab gerne pubertiert und hab Klerasil. Oh, 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 Klerasil, auf alle Pickel mir geschmiert. Oh, oh, mir geschmiert. Allein bei dir, vor der Tür deiner Mutter, klopfte und fragte, wollt ihr noch nen Dreh? Wir kamen nicht, dafür kam deine Mutter, alle vier, fünf Minuten. Das fand ich echt link. Ich hab gerne pubertiert und hab Klerasil. Oh, 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 Klerasil, auf alle Pickel mir geschmiert. Oh, 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 mir geschmiert. Ansprechen, meine Damen. Wir aus dem Hause Albert Schweitzer haben einen völlig neuen Duftstoff für Sie entwickelt. Ein Parfum, das unbedingt in Ihre Toilette gehört. Es heißt Achselnass. Das neue Parfum, die neue Création. Es gibt so viele wohlriechende Duftstoffe und da haben wir uns gedacht, warum nicht einmal ein Parfum auf den Markt bringen, das abstoßend wirkt. Warum? Das sagt Ihnen nun die Schauspielerin Doro Doré von Wichelberg. Nun, ich mag die natürlichen Duftstoffe von Achselnass. Achselnass gibt mir das absolut sichere Gefühl, dass ich nicht andauernd angemacht werde von irgendwelchen dümmlichen Schnarchsäcken.
Nun, meine Damen, mögen Sie Ihren Mann nicht, mögen Sie Ihren Chef nicht oder wollen Sie, dass man Sie nicht riechen kann, dann nehmen Sie Achselnass, ein Parfum, als hätten Sie in Schweiß gebadet. Dorodore, zeigen Sie es bitte nochmal, Sie reiben es ein und schon fängt es an zu wirken. Mein Gott, ich brauche Luft, Luft, viel Luft. Danke, Hans Scheibner. Und nun wieder Blick nach vorn, das beste Nachrichtenmagazin seit Verkündung der 10 Gebote. Mit mir im Studio Gabi Decker und Hans-Werner Olm. Die Meldungen. Bonn. Nach zehn Verhandlungen hat das Landwirtschaftsministerium es dem Bergsteiger Reinhold Messner gestattet, den Butterberg ohne Sauerstoffgerät zu besteigen. Messner will das Abenteuer in einem Buch verarbeiten. Geplant der Titel Butterseelen allein. Gerade bekomme ich noch eine Meldung hereingereicht. Da steht, Sie haben noch etwas Spinat zwischen den Zähnen. Weiter mit den Tipps und Gabi Decker. Danke, Mike. Danke. Ich habe hier einen Brief von Frau N. aus F. an der P. Sie fragt, liebe Gabi, was muss ich tun, um schöne, glatte Hände zu bekommen? Meine Antwort, liebe Frau S. aus K., nichts. Ein Leben lang nichts. Weiter mit den Meldungen und Mike Krüger. Danke, Gabi. Stockholm. Der Nobelpreis für Mathematik ging dieses Jahr an den ostfriesischen Volksschullehrer Jens Jensen, der eine neue Zahl entdeckte. Die Zahl heißt Sacht und liegt genau zwischen 7 und 8. Und nun bin ich verbunden mit unserem Finanzsonderkorrespondenten Hans Hack. In Bonn. Hans Hack, was gibt es Neues? Oh, eine ganze Menge. Im Rahmen der neuen Sparmaßnahmen hat die Regierung festgestellt, dass sie alle ihre Wahlversprechen vom vorigen Mal ohne weiteres noch einmal gebrauchen kann. Das ist hervorragend. Schönen Dank nach Bonn, Hans Hack. Meine Damen und Herren. Und nun Hans-Werner Olm mit einem besonderen Interview. Vielen Dank, Mike. Tja, und ich bin jetzt telefonisch verbunden, wenn die Leitung steht, mit einem Mann, dem die Theaterwelt zu Füßen liegt. Er feiert heute seinen 60. Geburtstag. Es ist Peter Zackeck. Guten Abend, Herr Zackeck. Hallo. Hallo. Ja? Hallo. Ja? Können Sie mich verstehen? Ja, wir verstehen Sie sehr gut, Herr Zackeck. Können Sie mich auch wirklich verstehen? Ja, natürlich. Wir verstehen Sie sehr gut, Herr Zackeck. Na, prima. Ich rufe nämlich aus einer Telefonzelle an. Ah ja, Herr Zack. Ja, danke, Herr Zack. Ja, wir verstehen das. Wir verstehen Sie gut, Herr Zackeck. Herr Zackeck, kommen wir zum Thema. Sie haben viele große Theaterstücke inszeniert. Und Sie standen auch selbst als Schauspieler vor der Kamera. Sie waren zu sehen als weißer Scheich, als schwarzer Pirat, als roter Korsar, als brauner Bomber, als gelber Mandarin und unvergessen als der Spion mit der Glut im Blut. Waren Sie eigentlich immer so erfolgreich oder gab es da auch mal Durststrecken in Ihrem Leben, Herr? Es gab schon Zeiten, nicht wahr? Da habe ich sogar am Hungertuch genagt. Ah ja, und wie ging es dann weiter, Herr Zackeck? Nun, irgendwann hatte ich das satt und dann stopfte ich mir den ganzen Lappen auf einmal ins Maul. Vielen Dank, soweit fürs Gespräch, Herr Zackeck, und einen schönen Abend in Hamburg. Weiter mit Mike. Danke, Hans Werner. Weiter mit den Meldungen. Stuttgart. Ein, wie sich später herausstellte, impotenter Mann wurde letzten Dienstag verhaftet, als er versuchte, eine Samenbank zu überfallen. Und nun Gewinn mit Sinn und Gabi Decker. Danke, Mike. Neben mir sitzt unser heutiger Kandidat Eduard Schnirpsel. Ja, guten Abend, Herr Schnirpsel. Sie können heute eine Reise nach Pakistan gewinnen. Ja? Nennen Sie mir bitte eine große Stadt in Pakistan. Und die Zeit läuft. Karachi. Gesundheit, ja?
Aber können Sie jetzt vielleicht mal die Frage beantworten? Ja, und da ist die Zeit um, schade, schade. Nichts aber. Ja, raus hier, jetzt trag den Trottel raus. Und weiter. Nun eine Minute Besinnung. Und nun eine Minute Besinnung mit Seitenschiff-Reverend Warnfried Honke. Gabi und dem Herrn sei Dank. Gestern Abend sprach mich eine Dame mitten auf der Straße an. Ein leichtes Mädchen, wie ich später herausstellen sollte. Misstrauisch lauschte ich ihren Ausführungen. Na, mein kleiner süßer Schnullerhase, sprach sie, haben Sie Lust? Wohlwissend, diesen Satz noch nie vernommen zu haben, bat ich sie, deutlicher zu werden. Die Worte fielen ihr wie Mottenkugeln aus dem Mund. Plötzlich streckte sie ihre Hand aus, um mich unkeusch zu berühren. Ich aber rief, oh, bitte rühren Sie mich nicht an! Oh, bitte rühren Sie mich nicht! Oh, bitte rühren Sie mich! Oh, bitte rühren Sie! Oh, bitte, oh, rühren! Oh, 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 oh! Weiter mit meinem Schwindel! Tja, danke, Warnfried, das wird uns jetzt allen sehr zu denken geben, glaube ich, meine Damen und Herren. Trotzdem nun eine Ansprache von Herrn Dr. Kohl. Herzlichen Dank, Mike Krüger. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen draußen an den Fernsehern und Fernseherinnen. Ich möchte auch einmal ein offenes Wort über die Grundlage der Politik sagen. Die einzige Grundlage für das Fundament einer sicheren Basis ist eine Plattform, deren Sockel auf der Grundlagenbasis des Plattformfundamentes ruht. Das ist doch sonnenklar. Jingle bitte. Danke, Herr Kohl. Danke, Gabi. Danke, Mike. Danke, Hans-Werner. Danke, Mike. Danke, Gabi. Danke, Hans-Werner. Danke Ihnen. Die Werbung.